Und einer vom ERC Red Bull München, der das Projekt Wings for Life World Run schon seit Jahren unterstützt, ist Konrad Abelshauser, der Verteidiger, der Kultspieler. Servus Conny, grüß dich. Servus, schön, dass du mich da habt. Sag mal, warum ist dir denn dieser Wings for Life selber so ans Herzen gewachsen? Du bist ja schon auch mehrfach mitgelaufen. Ja, ich meine, bei uns Eishockeyspieler geht es ja immer ziemlich hart zu. Und ja, so Verletzungen auch, was ja, die Wirbelsäule und auch das Knochenmark angeht, kann im Eishockey auch passieren und das kann jeden von uns treffen. Und die Forschung, die da haben mit Wings for Life, ja, schaut, dass denen vielleicht in Zukunft wieder möglich ist zum Gehen. Und das ist auf jeden Fall was, hinter dem wir alle stehen können. Bist du jetzt für eure Mannschaft, für euren Club im Prinzip so, ja, der wie so eine Art Schirmherrschaft damit übernommen hat für dieses Projekt, der sagt, ich stelle mich da ganz klar nach vorn? Ich laufe einfach gern. So der Ausdauersport bei uns, ja, wir haben die Schiener Berg, ich bin da gerne mit dem Mountainbike unterwegs, von dem her ist so Ausdauersport so ein bisschen mein, ja, mein Hobby neben dem Eishockey und da ist der Wings for Life World Run natürlich das Perfekte für mich. Aber letztes Jahr ist jeder Spieler mitgelaufen und dann Red Bull selber hat ja dann auch viele Ausdauerathleten, zum Beispiel der Flo Neuschwaner, der da jetzt ja eigentlich bei den Weltbesten mitläuft, sind wir auf jeden Fall gut aufgestellt. Es ist auch vor allen Dingen eine beeindruckende Summe, die ihr mittlerweile mitsammeln konntet durch verschiedene Aktionen, über 92.000 Euro. Ist es euch selber unter den Spielern so ein Anliegen, dass ihr auch dann sozusagen die Werbetrommel rührt, wenn dann wieder ansteht dieser Tag, Spieltag ja jetzt gegen Düsseldorf, wo danach die Trikots versteigert werden, wo gesammelt wird? Ja, es ist ja einfach gut für alle. Ich meine, Bewegung ist gut für die Gesundheit, wie jeder weiß. Und das ist einfach so ein Tag da, wo wir alle laufen können. Und wie der Slogan auch schon sagt, laufen für die, die nicht laufen können. Und ja, genau das will man machen. Und dann fangen wir an mit den Trikots und den Spieltag vorher und schauen, dass wir noch viele kriegen, die sich dafür anmelden. Die ganzen Einnahmen auch durch die Anmeldung gehen ja direkt auch in die Forschung und in das Projekt. Und dann, wenn es soweit ist, beim Lauf selber kann dann jeder schauen. Ja, die Ziellinie ist für jeden woanders, von dem her kann jeder einfach genauso laufen, wie er will. Ihr habt jetzt noch zwei Spiele in der Hauptrunde. Am Freitag Iserlohn und dann eben am Sonntag beim eben Wings for Life Spieltag gegen die Düsseldorfer EG. Geht es jetzt schon so ein bisschen Richtung Playoff-Modus? Das heißt, auch die Intensität in diesen Spielen steigt dann schon? Ja, auf jeden Fall. Es war schon die letzten Spiele so, dass wirklich mit den Gedanken schon langsam Richtung Playoff geschielt wird. Durch den kurzen Modus, den wir heuer spielen, Best of Three, das heißt, man braucht nur zwei Siege, kann man sich keinen Fehltritt mehr erlauben. Deswegen ist es umso wichtiger, dass man jetzt die letzten Hauptrundenspiele schon komplett ernst nimmt, dass, wenn es losgeht, dass man dann wirklich 100% da ist. Es steht noch nicht genau fest, gegen wen ihr spielen werdet in der ersten Runde, aber es könnte Ingolstadt werden. Wäre natürlich ein super Derby hier so quasi von Haustür zu Haustür. Ist das so ein Gegner, wo ihr sagt, ja, der wäre euch recht, der würde euch liegen? Weil ich glaube, während jetzt der Hauptrunde war es alles andere als einfach mit den Ingolstädtern. Ja, ich meine, so einen richtigen Gegner, den man sich wünscht, gibt es nicht, weil alle Mannschaften stark sind. Aber wie man sagt, wer der Beste sein muss, muss auch die Besten schlagen können. Von dem her, ja, nehmen wir, wie es kommt. Und am Ende wollen wir aber ganz oben stehen. Unser Ziel steht fest, wir wollen Meister werden. Und da müssen wir gegen jeden gewinnen. Und wer da als Erst kommt, ist dann eigentlich nicht so relevant. Ein Schritt, der jetzt schon erfolgt ist, der aber erst in ein paar Monaten dann richtig sozusagen sich auswirkt, ist die Qualifikation für die Champions Hockey League. Ihr seid wieder mit dabei. Die Auslosung ist dann erst, glaube ich, am 19. Mai. Welchen Stellenwert hat mittlerweile dieses Turnier? Ihr wart ja vor zwei Jahren dann auch im Finale, habt ja dann leider da verloren. Aber als deutsche Mannschaft ist noch nie ein Club so weit gekommen. Ja, es hat einen riesen Stellenwert für uns, einfach weil ja, man kann sich mit dem besten Verein in Europa messen. Und ja, man ist halt dann auch ein bisschen ein Aushängeschild für Deutschland. Und dadurch hat aber die deutsche Eishockey-Liga mit Sicherheit auch eine Anerkennung gewonnen, durch die starken Leistungen von uns, aber auch unseren anderen deutschen Mitbewerbern über die letzten Jahre. Corona-bedingt ist ja heuer ausgefallen. Deswegen ja, sind wir eigentlich umso mehr hungrig, dass wir nächstes Jahr wieder mit eingreifen können und hoffen dann auf ein super Turnier.
Kommen wir nochmal zurück zum Einstieg des Gesprächs, dieser eben Wings for Life World Run. Verfolgst du dann auch, was weltweit passiert, wenn du dann unterwegs bist? Oder sagst du, ich laufe mein Ding und damit habe ich meinen Anteil getan, basta? Ja, am Anfang schaue ich schon mal so schon ein bisschen so auf mich. Es ist immer so ein tolles Erlebnis, weil wir so lange Ausdauerläufe eigentlich nicht bei uns Eishockeyspieler im Trainingsprogramm stehen. Und das ist so einmal im Jahr, wo man einfach sagt, man gibt alles, man haut richtig rein und schaut, wie lange man laufen kann und wie lange man von dem Catcher-Car davonlaufen kann. Und meistens, wenn ich dann eingeholt werde, dann werde ich erstmal so 10 Minuten am Boden liegen und ja, schauen, dass ich wieder ein bisschen zu Atem komme. Und dann schaut man mal, wie die ganzen verrückten Ausdauersportler, wie weit die das schaffen. Und das ist dann schon Wahnsinn, wenn dann auch 75 Kilometer laufen unter den Bedingungen, ist natürlich unglaublich. Und es ist ja weltweit, alle laufen zur gleichen Zeit. Das heißt, man kriegt dann auch sofort ein Update, wie viele Tausende nur unterwegs sind und wie weit man einem weltweiten Ranking gekommen ist. Und das ist natürlich immer wieder super Ansporn, dann ja drauf, um dann drauf zu legen. Conny, danke dir, dass du kurz Zeit genommen hast für so ein Gespräch. Viel Erfolg, nicht nur in den beiden abschließenden Spielen jetzt gegen Iserlohn und Düsseldorf, sondern dann vor allen Dingen auch dann in den Playoffs. Servus. Vielen Dank. Servus.